Jo Leute, servus und herzlich willkommen, ja, mal wieder zu einem neuen Part mit hin2.de. Heute gibt es wieder ein Video, weil heute ist Montag. Ich bin zwar gerade frisch aus der Arbeit gekommen, es ist 5:30 Uhr abends, aber ich dachte mir, mache ich jetzt nochmal schnell ein Video für euch fertig. Im Hintergrund seht ihr heute ein bisschen, ich glaube zwei Nemere haben wir drinnen, dann haben wir uns 70er-Krallen haben wir uns geholt für den Lykaner. Wir haben einen 100er-Helm haben wir uns geholt für den Lykaner und ein bisschen geswitcht. Ich glaube aber nicht, dass die Zeit ausreicht, weil ich glaube, Videomaterial ist also um die 6,5 Minuten rum. Müssen wir mal gucken, weil es gibt heute doch ein paar Themen oder eigentlich ein großes Thema der letzten Woche, worüber ich ein bisschen reden will. Vielleicht noch kurz zum Nemere, wundert euch nicht, mein Körperkicker verreckt da noch ab und zu mal. Manchmal drücke ich einen Segen. Warum? Keine Ahnung, weil ich es kann. Oder weil ich es nicht kann, deswegen drücke ich einen Segen. Ja, wie gesagt, ist alles noch im Aufbau, kommt bald, wird mal besser. Schauen wir mal. Ja, das große Thema, über das ich diese Woche reden, oder heute reden möchte, kann, will, soll nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine, ist der Youngbug. Ja, ich denke mal, viele von euch haben es mitbekommen, ich denke mal, alle eigentlich haben es mitbekommen, die die letzten Tagen das Forum besucht haben, YouTube besucht haben, Ingame waren. Es gab einen Youngbug, der etwas lange existiert hat, so was ich jetzt im Forum gelesen habe. Wie gesagt, meine ganzen Angaben, die ich euch jetzt halt hier mitgebe, alle ohne Gewähr, also nehmt das bitte jetzt nicht für bare Münze, was ich euch erzähle. Ich habe mir zum Beispiel auch Tiborius ein Video angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob da wirklich alles so gestimmt hat, wie er es erzählt hat, aber wie gesagt, alles nicht für bare Münze nehmen, sind keine Fakten, sondern einfach das, was halt aus dem Forum ich mir so zusammengesammelt habe an Informationen. Vorweg, ich sage euch, wie der Bug geht, zumindest so, wie ich es halt ja, gesehen habe auf diversen YouTube-Videos aus der Türkei. Also publik, glaube ich, wurde der Server, der Bug wirklich auf dem türkischen Server. Da gab es auch ordentlich was an Young, was erbuggt wurde. Wobei, was im Forum stand, gab es auf dem türkischen Server einen Young-Bug und es gab einen One-Bug. Auf dem deutschen Server gab es anscheinend nur diesen Young-Bug. Der Young-Bug funktionierte so: Du hast einen Level-1-Satzschar eingeloggt und deinen Main-Account, hast das Gildenlager aufgemacht, hast auf diesen Level-1-Satzschar Young drauf getan, zum Beispiel 10 Mille, hast die 10 Mille ins Gildenfenster eingezahlt oder in die Gilde eingezahlt. Hast gleichzeitig ein Handelsfenster mit 10 Mille geöffnet, hast dann eine Internetverbindung gekillt, hast beiden Fenstern auf Annehmen geklickt und dann deine Internetverbindung wieder an. Und zu diesem Zeitpunkt, wo quasi beides gleichzeitig wieder seine Verbindung bekommen hat, wurden diese 10 Millionen eingezahlt in die Gildenkasse und gingen auf dem anderen Char rüber. So ein Video habe ich jetzt eben auf YouTube gesehen. Heißt nicht, dass der Bug wirklich so ging, aber ich habe es halt so gesehen. Ich kann es euch so halt auch wiedergeben. Ja, da das Gilden, oder diese Gildenfunktion, der quasi jetzt deaktiviert wurde, ist das, denke ich mal, auch kein Eck, dass ich das hier verzähle, weil, weiß ich, sollte, denke ich mal, jetzt hier keinen stören. Wenn doch, GameForge, bitte nicht sperren, dankeschön. Nicht so, wie ihr es bei meinem Global-Video gemacht habt, weil ihr dachtet, das wäre ein P-Server. Naja. Ja, und da gab es halt relativ viel Young, was verbuggt oder was erbuggt wurde. Also gerade auch auf den türkischen Servern gab es da einiges. Da muss wohl die Preise zum Beispiel von Rubinen, Matten und Antiken muss angestiegen sein, dass du teilweise für einen Rubin, weiß ich, 15 Won hingeblättert hast, anstatt 2, und also für den Matten, und das ist schon ordentlich. Da können wir in DE eigentlich froh sein, dass das uns nicht so hart getroffen hat. Wobei, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sich Young erbuggt haben und das klug gemacht haben und dann ab und zu halt nur mal was kaufen. Aber, und da ist halt auch wieder das Ding, es gab bis über 90.000 Accounts wurden ad hoc gesperrt am Wochenende. Wundert mich eh, dass es so viele überhaupt noch gibt auf Metin 2. Ich müsste das Spiel tot sein, wenn 90.000 gesperrt werden. Aber es stand auch in diesem Forum-Post, dass es sich weiter darum gekümmert wird, dass quasi weitere Maßnahmen gezogen wird. Und jetzt müssen wir halt alles nachschauen, was wirklich passiert ist. Also GameWatch hat ja Server-Logs, in denen steht drin, wer was mit wem handelt. Wahrscheinlich welche Hardware-ID, welche Geräte-ID und alles so ein Scheiß. Müssen ja das auch erstmal auswerten. Ich habe viermal, glaube ich, auch gesagt, aber juckt mich nicht. Müssen sie das auswerten? Ich meine, das sind ja auch nur Menschen. Ich will jetzt auch die GameForge nicht in Schutz nehmen, weil ja, ihr wisst, wie das ist mit der GameForge. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was dann noch rauskommt, ob auf DE wirklich noch irgendjemand gebannt wird, der namentlich quasi bekannt ist, den man kennt. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil ich glaube, die Leute, die sowas machen, sind schlau genug, irgendwie das zu vertuschen. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, ja, waren das so quasi meine Eindrücke aus dem aus diesem Young-Bug. Gucken, also wie gesagt, ich habe auf DE jetzt kaum was gemerkt an der Veränderung. Und wenn, wird man das, denke ich mal, bei uns sowieso nicht so schnell merken. Ja, gut, das war dann das Thema Young-Bug. Ansonsten überlege ich gerade noch, was es sonst noch gibt diese Woche oder was ich von letzter Woche noch erzählen will. Jetzt im Hintergrund switchen wir gerade den 100er-Helm, den FKS-Helm. Ich weiß gar nicht, ob ich den letzten Switcher dann noch drin habe, weil
Ich habe 30 Mal geswitcht, kam eigentlich eher, naja, halbwegs gute Sachen drauf. Ich glaube, einmal kam 15 Magie drauf, habe ich aber nicht gelassen, weil waren Crap-Bonis noch ansonsten. Jetzt habe ich 15 Magie, 20 Teufel, das lasse ich jetzt erstmal. Aber ich weiß nicht, ob der Switcher da quasi noch drauf ist, ob man den noch sieht. Ich glaube aber nicht. Ja. Wie gesagt, muss man halt mal gucken. Ja, gut. Ansonsten finde ich es cool, dass auf den letzten Videos noch so viele positive Resonanzen waren. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 1000 Klicks pro Video. Also das vorletzte und das letzte. Das letzte hatte 70 Likes. Das ist auch wieder ziemlich krass. Zwar nur 11 Kommentare, aber ist okay. Bei dem ersten Video seid ihr ja komplett eskaliert mit Kommentaren und, ja. Und Likes. Also das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe erstmal, dass ich im nächsten Video wieder mehr bringen kann und verabschiede mich jetzt dann gleich nochmal aus diesem Video. Geht es auch nur noch 20 Sekunden. Ich weiß nicht, was im nächsten Video wieder kommt. Ob vielleicht nochmal ein paar Nemere kommen oder ein paar andere Runs, je nachdem, was wir jetzt schaffen. Vielleicht ein bisschen handeln. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen traumhaften Rest Montag und Rest Woche. Ich bin wie immer mal wieder raus. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dann. Haut da rein. Ciao.